Was geht YouTube? Es ist RB Kuya wieder back mit einem motherfucking Bow, 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 Banger, you feel me? Und ich weiß, ich habe lange eine Pause gemacht, ich glaube einen Monat sogar, um genau zu sein, aber ich bin wieder back, back in action und wieder voll Start rein. Wir gucken uns heute Flavio und Monk an, Scusi, sorry, weil ich will nicht tausendmal sagen, sorry, 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 sondern es einfach jetzt hier reagieren. Let's go! Und ich habe angefangen, Kaffee zu trinken, Junge. Alter Mann, das Leben ist so anstrengend, alle. Wir rauchen Fiori. Also Monk kenne ich nicht. Ich glaube, das ist einer von diesen 102 Boys. Und Flavio ist ja eh goated. Scusi, sorry, ist schon mal ein nicer Name. Die Hippies in einem Fiat Cinquecento. Es ist Sommer 23. Ich trage MSS Mio oder Prestos. Was für Gästeliste, komm auf die Party und habe mein... Richtiges Blockleben, was wir hier sehen in den ersten Sekunden, ist wahrscheinlich noch ein Sommersong gewesen. Sehr viel Gras, also ja, Narkotika, was wir sehen, was in vakuumierten Packs wahrscheinlich auch zum Verkauf da ist. Was sehen wir noch? Ja, die Blockjungs am Chillen, natürlich, Vibes werden gecatcht. Es sind nice Vibes, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Einen ganzen Block mit, Scusi, sorry, nach dem dritten Limoncello werde ich toxic. Wir rauchen Fiori, so wie... Ich glaube, Limoncello ist so ein Zitronengetränk. Ich glaube, das hatten wir einmal in Italien auf einer Klassenfahrt aus Versehen gekauft. Lustige Story. Der Klassenlehrer, ihr kennt das ja, der hat gesagt, keinen hochprozentigen. Und dann haben wir den Shit gekauft, weil wir dachten, okay, vielleicht dribbeln wir das Game. War dann doch ein hochprozentiger, also ich glaube 18% oder so, keine Ahnung. Ich könnte auch Scheiße labern, ich weiß es nicht. Der Lehrer hat eh keinen Fuck gegeben und am Ende hatten wir auch alle Bodyflaschen, also draufgeschissen. Hippies. In einem Fiat Cinquecento, es ist Sommer 23, ich trage MSS Mio, hey, wow. Was für Gästeliste, komm auf die Party und habe meinen ganzen Block mit. Scusi, sorry, nach dem dritten Limoncello werde ich toxic. Block Pader von Kopf ist Fuß, hab wieder mein Plug besucht. Oh, Monk hört sich fresh an, auf jeden Fall. Nice Audiospur von ihm. Du bist immer umgeben von Not und Juice, mein Baby sagt, ich habe zu viele Drugs. Jawohl, die Jungs ein bisschen am Boxen, richtig geil. Das sind die Vibes. Pueblo Tabak, Hasche mit Baller wie Ballack. Du machst wie alle, wir machen das anders. Ah, ja, Köpfe, ja, eine Flasche, ja, und Pässe, mein Schabbat mit Temba und Siras. Also im Grunde genommen sind das ja alles nette Jungs, weißt du? Die sind am Grillen, die laden auch Leute ein, die quasi Hunger haben. Aber es ist halt gleichzeitig auch einfach die nackte Wahrheit, dass die hier und da halt auf andere Arten ihr Geld verdienen. Ist halt schwer zu sagen, ob man das jetzt einfach akzeptieren soll, weil es gibt dann wieder kleine Kinder, die dann sagen, boah, die sind cool, ich will genauso werden wie die, und dann werden die auch Drogendealer mit 14, 15, weiß ich nicht, ne? Also Flavio, musst du jetzt nicht unbedingt zeigen, gleichzeitig ist es halt auch dein eigenes Ich, also dass du zeigst ja, wer du bist, und das ist halt mal einfach die Wahrheit, das bist du. Ich denke mal, er müsste vielleicht öfter mal, oder vielleicht, man sieht das nicht in den Musikvideos, das ist halt schlimm, aber er müsste vielleicht öfter mal so Reminder rausschicken an die Leute und sagen, ey Leute, das ist nicht cool, was ich hier mache, aber ich kann auch nicht verstecken, die bloße Wahrheit, das ist mein Leben. Vielleicht kann er sich auch ändern, ich meine, vielleicht kann er sich auch voll und ganz auf Rap konzentrieren und dieses ganze Grasgeflexe ist einfach nicht cool, meiner Meinung nach. Natürlich können sich jetzt die Parteien drüber streiten, aber ich würde sagen, auch der Generation, die unter uns ist, einfach mal ein geiles Vorbild sein und sagen, okay, ich war ein Street-Rapper, ich stehe dazu, was ich gemacht habe, ist nicht alles cool, aber es heißt ja nicht, dass du in der Zukunft das weitermachen musst. Sind sicher, dass dieser Beat ballert, BLMGE, Leben fest, GT, Wedding Cake aus der A, wieder Kaffee, ich kauf mir neue Partners, meinem Bruder kauf ich Jays, Baby. Ich bin bald auf meinem Weg, ich weiß, du machst dir Sorgen, alles okay. Ich weiß, du machst dir Sorgen, Baby, ist alles okay. Sehr nice, das ist so ein richtiger, gibt mir so ein bisschen Paschanim-Vibes, das ist ja gerade so ein bisschen ein Hype, so ein bisschen schneller. Das ist ein sehr geiler Song, auf jeden Fall, fühle ich. So wie Hippies, in einem Fiat Cinquecento, es ist Sommer 23, ich trage... Da auch wieder schwierige Sache, es wird gekifft und Auto gefahren, klar... Was soll ich sagen? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich der Typ bin, der alles gut macht. Aber es ist halt, man muss schon vorsichtig sein, mit was man heutzutage zeigt, weil
Man verherrlicht das so quasi. Oh, man joint ja, man raucht ja nur einen Joint am Auto. Weiß ich jetzt nicht. Klar, man kann natürlich auch sagen, ich glaube, es gab auch various Tests, die gemacht wurden, quasi nach dem Motto, man hat geguckt, wie Leute fahren, wenn sie besoffen am Steuer sind oder stoned am Steuer. Und man könnte die Aussage treffen, dass wenn man stoned am Steuer ist, dass man noch vorsichtiger fährt, dass man jetzt nicht reckless fährt und dass es viel sicherer ist, als wenn man wirklich besoffen fährt. Ist aber beides nicht gut. Man sollte so oder so nicht unter Einfluss von irgendwas Auto fahren. Man sollte wirklich nüchtern sein am Auto fahren, weil es geht halt darum, dass du, okay, vielleicht hast du es unter Kontrolle und du kannst es selber irgendwie, du hast es top unter dem Griff, aber es wird halt dann schwierig, wenn du dann für einen Autounfall sorgst und dann halt zum Beispiel jemand stirbt. Und das ist dann halt die Scheiße. Also ich habe auch schon Homies gehabt, die sind besoffen Auto gefahren, hatten einen Autounfall, hatten jemand dabei und Halleluja, die haben überlebt so. Aber es ist halt schwierig so. Es ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht gutheißen kann. Obwohl ich die Mucke feiere, aber ich muss halt auch real bleiben und sagen, das ist geil, die Mucke ist geil, die Vibes sind geil, aber das ist nicht geil. So, fertig aus. Hermes ist mir oder Presto, was für Gästeliste, komm auf die Party und habe meinen ganzen Block mit. Scusi, sorry, nach dem dritten Limoncello werde ich toxic. Wir rauchen Fiori, so wie Hippies, in einem Fiat Cinquecento. Es ist Sommer, 23. Und das ist geil. Dass sie was für die Kinder machen, das ist geil. Sowas will man öfters sehen, dass man denen was schenkt und dass man einfach gute Vibes, gute Impacts für die Kinder macht. Die freuen sich, wenn die eine Capri-Sonne bekommen. Sowas ist schön. Ich trage Hermes, ist mir oder Presto, was für Gästeliste, komm auf die Party und habe meinen ganzen Block mit. Er hat jetzt kürzere Haare. Flavio sieht auf jeden Fall fresh aus, muss man sagen. Ist ein fresher Motherfucker. Scusi, sorry, nach dem dritten Limoncello werde ich toxic. Die ganze Stadt hat unser Arsch verbrannt. Dadurch wurden wir stadtbekannt. Bin in GE mit Osan und Jan. Ich hab im Programm Money an. Lass meine Forschung in Königsallee. Chaos früh so sehr aus wie Mowgli. Ja, das ist Koks. Kann man auch nicht gutheißen. Ist aber halt die Realität von deren Leben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Flavio auf jeden Fall in seinem Umkreis Dealer hat. Und ich würde auch behaupten, dass die gut Geld machen und dass die in dem Bereich Gelsenkirchen auch schon gut Geld gemacht haben. Er sagt es ja selber. Die Leute haben seinen Hasch verbrannt und jetzt sind sie stadtbekannt. Ob das jetzt was ist, worauf man stolz sein kann, weiß ich nicht. Natürlich, ich feiere auch die Ammel-Rapper, die auch noch tausendmal schlimmer sind. Das ist halt immer so eine Sache. Ah, ich weiß es nicht. Weißt du, weil ich jetzt hier so Videos drüber mache und drüber rede, realisiere ich halt einfach, okay, das ist eigentlich ist es überhaupt nicht cool. Eigentlich ist es echt nicht cool. Also man kann so die Position nehmen und sagen, okay, ich habe das gemacht. Man kann aber auch gleichzeitig die Aussage treffen, okay, ich habe das gemacht, aber jetzt habe ich mich verändert und jetzt möchte ich das nicht mehr machen. Aber irgendwie tut das Flavio so beschreiben, als wäre das was Cooles, dass man viel gedealt hat. Und dadurch bekannt ist und jetzt ist man einer der coolen Motherfuckers. Und das ist einfach nicht so. Also jetzt, und allein auch so Sachen, das sind mehrere Packs an Koks. Weißt du, und die stehen offensichtlich für den Verkauf. Es könnte auch Pep sein, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ist halt auch nicht cool. Die Mucke ist zwar nice, aber ich glaube, ich finde das den Showcase von Drugs. Der ist nicht gut. Also das in den Videos wird's halt einfach so. Er kann ja vielleicht noch der Meinung sein. Vielleicht ist er ja selbst der privaten Meinung, dass er es selber nicht feiert. Dass er sagt, okay, wir leben in einem Drogensumpf, das ist alles scheiße, ich bin kein Fan davon. Aber wenn du die Sachen halt so zeigst, dann hat man einfach den Eindruck, okay, du findest es cool. Und deswegen ist halt vielleicht. Es wird ja schon reichen, wenn du das zeigst und dann stehst du daneben und hältst ein Schild und sagst so, say no to drugs oder sowas. Das wäre schon wieder ein ganz anderer Eindruck, als wenn du es einfach zeigst. Der Typ, der das zeigt, fühlt sich auch noch cool dabei. So, und daran ist halt nichts cool. Muss ich halt einfach sagen. Wollte wie wir, aber wissen nicht, wie Gucci Messenger, Big Fall of Farmachi. Dreckiges Geld, wollte keine Bank nehmen, also lasse ich es im KDW. Auf meinem Boxen läuft Abdi und Che, während du irgendeiner dein Leben erzählst. Ja. Abdi und Cello 439, einer der Legenden. Es ist Sommer, ich fahr auf ein Quad. Durch meine Stadt von Kanax in der A. Hol ne Rolex, Yacht und ne passende Kette. Hab keine Zeit für, ich wünschte, ich hätte. Wir rauchen Fiori, so wie Hippies, in einem Fiat. Das war auf jeden Fall ein guter Quote.
Also man muss ja auch Sachen einfach loben, die geil sind. Ich habe keine Zeit für, ich wünschte, ich hätte. Das ist so diese Einstellung. Wart nicht darauf, was in deinem Leben passiert, sondern nimm dein Schicksal selber in die Hand. Das finde ich sehr gut. Es ist Sommer 23, ich trage MS, ist mir oder Prestos. Was für Gästeliste, komm auf die Party und habe meinen ganzen Block mit. Ich feiere auch die Ästhetik, also den Style, die Tats, den Schmuck, hier die Quads und so. Alles ein sehr nicer Vibe, der kreiert wird dabei. Scusi, sorry, nach dem dritten Limoncello werde ich toxic. Guck mal, und die Kinder, die wissen gar nicht, was wirklich abgeht. Die wissen gar nicht, okay, die sehen cool, die sind alle nett zu mir, aber das sind alles Drogendealer. Natürlich, das sind keine bösen Menschen, aber weiß ich nicht. Weißt du, versteht ihr die Thematik, die ich versuche so ein bisschen zu erläutern? Das ist halt, ja, ich weiß es nicht. Die Kinder wissen das nicht und die haben noch kein Bewusstsein dafür, was gut und schlecht ist. Aber wenn die älter werden und gucken und die sind natürlich jung und haben noch nicht so ein Pflichtbewusstsein und wissen auch gar nicht, ob das jetzt wirklich gut ist, wenn man sowas macht, die denken einfach, okay, das ist cool. Ich will auch so leben wie ihr. Ich möchte auch so ein gechilltes Leben mit meinen Jungs haben. Ich möchte auch so machen, was ich möchte. Dann mache ich das halt auch. Und dann wird das halt ganz schnell zu Leuten, die halt quasi auch zu Tätern werden. Quasi, okay, ich stürme da rein, weil ich Geld brauche. Ich verkaufe das und das, weil ich Geld brauche. Dann habe ich auch so ein cooles Leben wie Flavio. Aber das ist halt falsch. Und das ist so die Schwierigkeit bei der Sache. Ich feiere die Musik, aber ich feiere nicht, welcher Lifestyle damit gezeigt wird. Also es gibt Sachen, die ich an dem Lifestyle feiere. Zum Beispiel den Vibe, zum Beispiel, dass man grillt, zum Beispiel, dass man den Leuten was schenkt, zum Beispiel, dass man einfach nett zu den Leuten ist. Aber gleichzeitig weiß man auch, wie das alles finanziert wurde. Oder zumindest macht das den Eindruck, als wäre 80% von dem, wie das finanziert wurde, von Drogen ist. Und das ist halt wieder so die Schwierigkeit. Und da weiß ich halt selber auch nicht. Ist das gut, ist das schlecht? Kann ich das gutheißen? Meiner Meinung nach nicht. Aber gleichzeitig feiere ich ja Flavio. Bin ich dafür irgendwie moralisch verwerflich, dass ich dann selber sage, okay, ich feiere das nicht, aber feiere trotzdem seine Mucke? Das ist halt wieder so ein. I don't know. Ich meine, wenn es nur um die Musik geht, ist Flavio goated. Keine Frage. Seine Mucke ist mega nice. Und vielleicht wäre er auch gar nicht so nice in der Mucke, wenn er nicht seinen Werdegang hätte. Quasi, wenn er nicht das alles erlebt hätte. Ich habe auch das Gefühl, dass er viel auf der Straße erlebt hat und viel Struggle hatte, dass er vielleicht auch mal ärmer war, dass er vielleicht irgendwie was mit. Ich glaube, ich hatte in anderen Songs erfahren, dass sein Bruder an seiner Überdosis gestorben ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Blood Brother war oder ob es einfach nur ein Bro war. Aber es ist halt so dieses typische Blockleben, ein schweres Schicksal und deswegen ist er dann diese Laufbahn gegangen. Vielleicht würde man ja sagen, okay, die Musik wäre nicht nie so geworden, hätte er nicht diese Laufbahn gehabt. Aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, okay, oder man könnte einfach, wenn ich jetzt Flavio wäre, ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben. Ich habe eine Bühne. Ich habe Menschen, die hinter mir stehen. Ich habe ein gutes Umfeld. Jetzt ist doch der Schritt, oder jetzt ist die Zeit, wo ich den Schritt mache, raus aus dem Sumpf. Und den Leuten zeigen, es gibt eine Welt abseits vom Sumpf. Weil es gibt viele Leute, die da feststecken. Die haben viele Probleme mit Drogen, die haben viele Probleme mit ihren Familien, die haben viele Probleme mit allem drum und dran. Und das ist nicht cool. Und denen vielleicht mal irgendwelche Incentives zu geben und sagen, es gibt noch Hoffnung, es gibt noch Licht am Tunnel. Es ist nie zu spät, da rauszukommen. Das würde ich mir mehr wünschen. Er muss ja nicht seine Musik ändern. Aber vielleicht auch irgendwie sein Style an Musikvideos. Das wird ja allein schon, weil, guck mal, es gucken dir 300.000 Leute gucken dir zu. Und 300.000 Leute sehen jetzt, Alter, geil, der hat Kokspacks in seiner Tasche. Alter, geil, der hat 6 Kilogramm Weed. Also, was machst du denn mit 6 Kilogramm Weed? Das rauchst du ja nicht. Das verkaufst du. Fertig aus, da brauchst du auch gar nicht zu diskutieren. Du rauchst keine 6 Kilogramm Weed. Wenn überhaupt, das waren vielleicht 10, was weiß ich, Digga. Es ist halt schwierig, weil ich feier Flavio und ich will nicht irgendwie den downreden. Ich kenne ihn ja persönlich nicht. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich weiß ja nicht, wer er ist. Ich weiß ja nicht, wer er ist. Aber das sind die einzigsten Assumptions, die ich machen kann. Weil mehr weiß ich ja nicht über ihn. Deswegen, das ist so, so stellt er sich ja selber dar. Deswegen.
muss man heutzutage echt vorsichtig sein, wie man sich selber darstellt. Aber I guess, hoffentlich, ey, an alle Flavio-Fanboys, ich bin ja selber ein Fan von Flavio. Ich feiere seine Mucke und ich finde es auch geil. Aber nimmt das nicht zu, also denk jetzt nicht, ich hasse ihn oder so, oder also das ist einfach die bloße Wahrheit und die Thematik und die Schwierigkeit, die ich in diesen Videos und diesen Lyrics finde einfach, dass man einfach quasi das einfach nicht immer gutheißen kann, obwohl es auch gleichzeitig cool ist. Man muss halt einfach dazu stehen und sagen, okay, so ist es und so nicht. Und der, also wenn mir jetzt selber jemand sagen würde, also wäre ich jetzt in den Schuhen von Flavio und jemand würde mir das sagen, was ich gerade gesagt habe, dann würde ich sagen, Tamam, Bruder, du sagst die Wahrheit. Ich würde das gar nicht persönlich nehmen. Ich würde das ist ja im Endeffekt ist das von mir nur konstruktive Kritik. Fertig aus. Und sowas sollte man ja eigentlich immer machen. Man sollte zum Beispiel, wenn ihr meine Videos schaut, dann sagt ihr mir einfach konstruktive Kritik. Sagt, hey, Chris, aber dann gibt es immer so Leute, die sagen, du Hurensohn. So, das sind, da weißt du, auf die sollst du eh nicht hören. Aber einfach, wenn du, Hauptsache ist es konstruktive Kritik, damit kann man was anfangen. Daraus wird man besser, daraus kann man sich entwickeln. So. Wir rauchen Fiori, so wie Hippies, in einem Fiat Cinquecento. Es ist Sommer, 23, ich trage MSS Mio oder Presto. Was für Gästeliste Der kommt auf die... kleine Junge zeigt Stinkfinger, geil. Party und habe meinen ganzen Block mit. Scusi, sorry, nach dem dritten Limoncello werde ich toxic. Also Fazit, geiles Video, geiler Song, schwierige Sachen hier und da, aber im Endeffekt trotzdem gut. Also ich habe die Sachen gesagt, die ich gesagt habe und ich stehe auch dazu. Ich hoffe, Flavio sieht das und kann sich vielleicht mal eine Meinung dazu machen. Im Endeffekt, er wird es wahrscheinlich eh nicht sehen. Vielleicht könnte ich es ihm ja mal schicken. Dann hoffe ich auch, dass er sich das alles anhört und nicht nur irgendwelche kleinen Clips. Und im Endeffekt würde ich sagen, der Song ist trotzdem eine 7 von 10. Also ich mag ihn trotzdem und ich würde ihn auch trotzdem nochmal hören. Monk war sehr cool. Ich kenne nicht viel von ihm, aber das ist quasi das erste oder das zweite, was ich von ihm gesehen habe. Und es hat mir gefallen. Deswegen 7 von 10. Schreibt mir in die Kommentare, auf was ich noch reagieren soll. Kuya ist raus. Peace out. Gang, gang, holla the gang shit. Peace out.